السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Es gibt Menschen, die gegen einige Amtsinhaber oder gegen einige Menschen, die zwar keine Amtsinhaber sind, aber das gibt Menschen, die gegen sie eine Beschwerde einreichen, dass jener dies gemacht hat und das gemacht hat und gegen die Scharia gehandelt hat und dies gemacht hat und es soll sofort etwas gegen ihn getan werden, weil sie dem Ruf der Jamaat schaden würden. Aber die meisten solcher Leute, die schreiben, schreiben ihren Namen nicht mit rein oder schreiben anonyme Namen oder erfundene Namen und Adressen. Über die Beschwerden solcher Menschen wird nichts gemacht nach diesen Beschwerden. Das ist offensichtlich und das kann auch nicht gemacht werden. Und wenn eine Zeit vergeht, dann kommt wieder eine Beschwerde, dass ich dies und jenes geschrieben hatte, aber nichts getan wurde. Und wenn nichts getan wird, dann wäre das eine Sache großen Unrechts. Solche anonymen Beschwerden und diese Krankheit, anonymen Beschwerden einzureichen, das ist vermehrt in den Menschen, die aus Indien und Pakistan kommen. In anderen, von anderen Ländern, von den Einwohnern anderer Länder ist es ganz selten, dass so etwas kommt. Aber Pakistanis, die auch in anderen Ländern leben, sie haben diese Krankheit, einige von ihnen, dies zu tun, dass sie solche anonymen Beschwerden einreichen und Briefe schreiben. Das ist nichts Neues. In jeder Zeit gab es solche Menschen, die dies getan haben, die dies zu tun pflegten, solche Beschwerden einzureichen pflegten, wie es auch heutzutage von einigen Menschen getan wird. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu zu seiner Zeit und auch zur Zeit des dritten und vierten Kalifen gab es solche Menschen, die auf derartige Art Beschwerden einreichten und anonym schrieben. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu hat einmal eine Freitagsansprache über eine solche Beschwerde gehalten, weil
dies dazu diente, da diese Freitagsansprache sehr umfassend war, um solche Menschen zu entgegnen, habe ich mir vorgenommen, heute aus dieser Freitagsansprache einige Dinge zu präsentieren. Solche Menschen, die bei der Einreichung der Beschwerde ihren Namen nicht schreiben oder falsche Namen schreiben, erstens kann man über sie sagen, dass dies entweder Heuchler sind oder Lügner sind. Wenn sie Wahrheit besessen, Ehrlichkeit besessen, dann würden sie sich nicht darum kümmern, dass ihr Name gezeigt wird. Sie versprechen, dass sie bereit seien, ihr Leben, Eigentum, Zeit und ihre Ehre zu opfern. Aber wenn dann gemäß ihrer Auffassung etwas gegen die Würde und gegen die Ehre der Jamaat läuft, dann verstecken sie ihren Namen, damit man ihre Ehre und ihre Würde nicht verloren geht. Derjenige, der schon am Anfang diese Schwäche gezeigt hat, kann man davon ausgehen, dass auch seine anderen Inhalte und Meinungen falsch sind und auf Lügen basieren. Im Heiligen Koran sagt Allah, wenn zu euch eine Nachricht kommt, dann sollt ihr recherchieren, ob diese Nachricht stimmt. Und jeder weise Mensch, jeder vernünftige Mensch weiß, dass für irgendeine Recherche, irgendeine Form der Recherche auch derjenige notwendig ist, der diese Nachricht verbreitet hat. Und jeder weiß, dass man nicht sofort recherchieren kann, sondern es muss erst geschaut werden, wer ist es, der diese Nachricht überbracht hat und wie ist sein Charakter. So kann man schon einiges über die Nachricht wissen. Man sollte erst schauen, wer diese Nachricht überbracht hat. Ob er frei ist von Makeln, ob er vielleicht auch in schlechten Dingen involviert ist, ob er schwach ist in seinem Glauben. Wenn er selber schwach ist im Glauben und Beschwerden gegen andere einreicht, dass diese so und so sind, dann ist das in Frage zu stellen. In der Regel kann man sehen, dass solche Menschen, die falsche Beschuldigungen gegen andere machen, egal ob er ein Amtsinhaber ist oder nicht, dann gegen jemanden Dinge einreichen oder anfangen, dies zu tun, wenn sie sehen, dass ihre persönliche Wünsche dahingehend beeinflusst werden. Bevor man recherchiert, muss man also schauen, wie derjenige ist, der diese Beschwerde eingereicht hat. Ist er ein Mumin, ein Gläubiger oder ist er ein Frevler? Wenn derjenige, der die Beschwerde einreicht, überhaupt nicht bekannt ist, dann kann man auch nicht schauen, in welche Kategorie er passt. Es kann sein, dass jemand, der dies geschrieben hat, dass er etwas schreibt, eine Sache, die der Jamaat Schaden zuführen kann, dann kann man auch auf eigene Faust recherchieren und nachsehen. Genauso, wenn man weiß, wer derjenige ist, der die Beschwerde eingereicht hat, dann, wie ich gesagt habe, kann man zunächst einmal schauen, wie er ist, der dies gesagt hat. Genauso die Sachen, die er geschrieben hat, werden diese Dinge analysiert, ob diese stimmen, damit man erfährt, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Hazrat Muslim sagt, die Lehre des Heiligen Koran sagt uns, Allah sagt im Heiligen Koran,
Wenn ein Frevler zu dir kommt und eine Beschwerde einreicht und gegen etwas sagt, gegen jemanden etwas sagt, dann sollst du genau recherchieren und erst danach etwas tun. Aber diejenigen, die Beschwerden einreichen, entweder schreiben sie ihren Namen nicht und werden so selber zu Frevlern, oder sie sagen, dass das, was sie geschrieben haben, genauso akzeptiert werden soll, wie sie es geschrieben haben. Und derjenige, gegen den diese Beschwerde sich richtet, dass sofort für ihn eine Strafe ausgesprochen werden soll. Hazrat Muslim Maud Radiallahu Ta'ala Anhu sagt, Fasik bedeutet nicht nur Frevler, jemand, der einen schlechten Charakter hat. Im Arabischen wird auch ein Unzüchtiger als Fasik bezeichnet, aber Fasik ist auch jener Mensch, gemäß dem Wörterbuch, der streitsüchtig ist, bei Kleinigkeiten sich streitet. Fisk bedeutet auch ungehorsam, jemand, der ungehorsam ist. Fasik bedeutet auch jemand, der nicht unterstützt, der sich streitet und niemals jemanden unterstützt. Fasik bedeutet auch eine Person, die kleinen Schwächen von Menschen hervorbringt und versucht, gegen sie vorzugehen und auch denkt und sagt, dass das, was er hervorgebracht hat, sofort umgesetzt werden sollte und andere sollen streng gestraft werden dafür. Ihnen soll nicht vergeben werden. Jemand, der eine sehr schlaue Natur besitzt, wird auch als Fasik bezeichnet. Also Muslim Radiallahu Ta'ala Anhu sagt über einen aufrichtigen Ahmadi, einen alten aufrichtigen Ahmadi, dass er sehr aufrichtig ist, aber bei Kleinigkeiten hat er die Gewohnheit gehabt, große Fatwas zu erlassen. Und es war eine Krankheit sozusagen, die er besaß, dass er bei Kleinigkeiten kam und sagte, dass es Kufr ist und nicht weniger als Unglaube des Unglaubens jemanden bezichtigte, des Kufrs. Beispielsweise, also Muslim sagt, beispielsweise, wenn jemand sitzt und das Tashahud rezitiert im Gebet und den rechten Fuß, welcher aufrechterhalten werden soll, gemäß dem Gebot, wer das nicht tut, ist gemäß seiner Ansicht ein Kafir und hat Kufr begangen. Also Muslim Radiallahu Ta'ala Anhu sagt, ich hatte eine Krankheit und ich kann deswegen, früher tat ich dies, aber aufgrund meiner Krankheit kann ich dies nicht mehr tun, dass ich den Fuß aufrecht erhalte. Und also Muslim sagt, wenn Hafiz Sahib jetzt leben würde, dann würde er wahrscheinlich auch bis zum Abend mich des Kufrs bezichtigen, weil ich dies nicht tun kann, weil ich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies getan, deswegen ist es gegen die Sunna, das nicht zu tun. Und wenn man die Praxis des heiligen Propheten nicht befolgt, dann heißt es, man glaubt nicht daran. Und wenn man nicht an die Sunna des heiligen Propheten nicht glaubt, dann glaubt man auch an den heiligen Koran nicht. Und wenn man an den heiligen Koran nicht glaubt, dann glaubt man nicht an Gott. Und wenn man an Gott nicht glaubt, ist man ein Kafir. Das ist die Argumentationsweise sozusagen dieser Menschen. Also das Muslim Radiallahu Ta'ala Anhu hat über solche Menschen, die so schnell handeln, dieses Beispiel genannt, auch wenn sie aufrichtig sind vielleicht im Herzen. Aber derjenige, der selbst seinen Namen versteckt und auch selber einen schwachen Glauben besitzt und anderen gegenüber falsche Vorwürfe macht und Fatwa macht, er ist in der Tat ein Fasik, ein Frevler. Diejenigen, die solche Beschwerden einbringen, für die muss es klar sein,
diejenigen, die ihren Namen nicht schreiben, dass diese Tat, dass sie ohne ihren Namen Beschwerden einreichen, ist gegen die Lehre des Heiligen Koran. Denn der Heilige Koran sagt, dass man erst über denjenigen nachforschen muss, der diese Beschwerde eingereicht hat, weil wenn man ohne Recherche handeln würde und das tun würde, was er sagt, dann würde die Jamaat keinen Fortschritt machen, sondern würde zum Niedergang gehen. Auch der Kalif der Zeit würde nicht recherchieren, auch die Jamaat würde nicht recherchieren und es würde alles getan werden, was die Leute einfach sagen und das kann uns nicht zum Fortschritt bringen. Wenn jeder aufstehen kann und sagt, dann würde er sagen, es soll gegen meinen Wunsch gehandelt werden und entschieden werden. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu sagt, auch wenn wir wüssten, dass derjenige, der die Beschwerde einreicht, ein wahrheitsliebender Mensch ist, aufrichtig ist, und wenn er Beschwerde gegen jemanden einreicht, und wenn wir trotzdem müssen wir recherchieren, was er gesagt hat, und dass wir trotzdem nötig sein, zu recherchieren. Und wie ich gesagt habe, auch wenn man weiß, dass derjenige, der die Beschwerde eingereicht hat, aufrichtig ist, ein frommer Mensch ist und in der Regel keinen Fehler macht, auch dann wird es notwendig sein, zu recherchieren über ihn und über die Sache. Denn keiner kann sagen, dass ich das und das sage, deswegen muss man das genauso einhalten und auch demgemäß eine Entscheidung treffen. Also Muslim Al-Zayatranu sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtete das Gebet und während des Gebets geschah ein Fehler. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu war auch einer derjenigen, die hinten beteten. Und er, während der Rezitation des Heiligen Koran, korrigierte er den Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dem Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefiel dies nicht. Und er sagte ihm: Wer hatte dir gesagt, dass du dies tun sollst? Also Muslim sagt: Ein Grund dieser Unzufriedenheit könnte sein, dass du andere Sachen zu tun hast. Bei diesen Kleinigkeiten sollst du nicht dich einmischen, das können andere tun. Und es könnte auch sein, dass damit gemeint ist, dass jene Rezitatoren, die vom Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran lernten, dass das ihre Aufgabe war und du sollst dies nicht tun. Also Muslim radhiyallahu anhu sagt über diesen anonymen Beschwerdeschreiber, es kann sein, dass derjenige, der die Beschwerde eingereicht hat, ein großer Mann ist. Und ich könnte ihm sagen, du sollst das jemand anderem überlassen und deine Arbeit machen. Er hat seinen Namen nicht veröffentlicht, deswegen kann ich nicht wissen, was er tut, wie sein Rang ist, und ich kann ihm das nicht erklären, weil ich nicht weiß, wer das ist. Zweitens hat er die Beschwerden, die er eingereicht hat, die Vorwürfe, die er gemacht hat gegen die Naziran und gegen die Lejna, da hat er verschiedene falsche Makel und falsche Dinge, falsche Vorwürfe gemacht und gesagt, dass derjenige dieses Makel hat, derjenige dieses Makel hat. Auf der einen Seite wirft er ihnen vor, dass sie dem Heiligen Koran und den Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht befolgen würden, gegen die Lehre handeln würden, weil der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und weil das Handeln gegen den Koran und gegen die Sunna ein großer Makel ist, deswegen seien sie makelbehaftet. Wenn ein Muslim den Heiligen Koran nicht befolgt oder nicht gegen den Heiligen Koran oder gegen den Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam handelt,
dann ist dies kein Makel. Aber wenn er gegen die Lehre handelt, dann ist das ein Makel, wie dem auch sei. Derjenige, der die Beschwerde eingereicht hat, sagt, dass auf der einen Seite diese Menschen gegen den Koran und gegen die Sunna des heiligen Propheten handeln würden, auf der anderen Seite sehen wir, dass er selber gegen diese Lehre handelt. Denn er hat eine Beschwerde eingereicht und die Bedingungen für die Beschwerde und für die Beweise, die bricht er. Und viele machen dies. Auch diejenigen, die mir schreiben, brechen diese Bedingungen, die mit der Beschwerde einhergehen. Das Eigentliche ist, die Gebote des Heiligen Koran und die Gebote der Sunna einzuhalten. Und der Heilige Koran sagt, ihr sollt auch Beweise liefern und dann recherchieren und nachdenken. Wenn der Name nicht einmal genannt ist, wie kann man dann recherchieren? Und das ist offensichtlich gegen die Lehre des Heiligen Koran. Solche Menschen brechen die Gebote des Heiligen Koran. Der Heilige Koran und die Lehre des Heiligen Koran, das Befolgen der Sunna des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist Tugend und das ist Rechtschaffenheit. Das sollte man immer wissen. Egal, ob jemand aufgrund des gesellschaftlichen Drucks oder auch wenn ihm etwas missfällt, weil er es nicht nachvollziehen kann, aber wenn gemäß des Heiligen Koran oder gemäß der Sunna des Heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas stimmt, dann stimmt es und es ist nicht makelbehaftet, auch wenn es ihm missfällt. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Traditionen und ihrer eigenen Wünsche hart sind in einer Sache. Aber auch wenn sie dies für den Glauben tun, bringt dies nichts. Das hat keine Bedeutung. Dies erläuternd, sagt Hazrat Muslim radhiyallahu anhu und erzählt ein Ereignis des verheißenen Messias al-Islam. Einmal, das wurde auch oft genannt, dieses Ereignis. Einmal hatte der verheißene Messias al-Islam nahm seine Ehefrau Hazrat Ummul Mu'minin mit zum Bahnhof und spazierte mit ihr. Und die Parda war zu der Zeit sehr streng. Die Frauen, die kamen in verschiedenen Wagen, die mit Tüchern umhüllt waren, und sie wurden bis zum Zug verschlossen getragen und gingen dann in den Zug hinein. Das war das Konzept damals. So war die Parda organisiert. Und als sie dann in den Zug saßen, da wurden die Fenster geschlossen, damit niemand die Frau sehen kann. Also muss ich mal sagen, diese Parda war eine sehr schmerzhafte Parda und das war gegen die Lehren des Heiligen des Islams. Und der verheißene Messias al-Islam war derjenige, der die Lehren des Islams befolgte. Hazrat Ammajan nahm eine Burka und ging auch spazieren damit. Auch an dem Tag ging Hazrat Ummul Mu'minin mit der Burka raus und der verheißene Messias al-Islam war mit ihr und spazierte mit ihr am Gleis. Maulvi Abdul Karim Sahib und Hazrat Khalifa Musi Awwal, Hazrat Maulana Nuruddin waren auch dort. Maulvi Abdul Karim Sahib war etwas streng, strikt, und er sagte das und er dachte, dass das falsch sei, was da passiert. Er hatte aber keinen Mut, das dem verheißenen Messias al-Islam zu sagen. Deswegen ging er zu Maulana Nuruddin Hazrat Khalifa Musi Awwal und sagte: Maulvi Sahib, was passiert denn da? Morgen wird in den Zeitungen bestimmt geschrieben werden und es werden Flugblätter kommen und Artikel kommen, dass Mirza Sahib mit seiner Ehefrau am Gleis spazierte. Gehen Sie dahin und erklären Sie dem verheißenen Messias al-Islam dies. Hazrat Khalifa Musi Awwal sagte: Was ist denn daran? Ich sehe da keinen Fehler. Wenn Sie meinen, dass das ein Fehler ist, dann gehen Sie doch selber hin und sagen Sie es dem verheißenen Messias al-Islam.
Maulvi Sahib ging zum verheißenen Messias al-Islam und er spazierte und war ziemlich weit weg. Und als er zurückkam, war sein Kopf sehr gesenkt von Maulvi Bakrim Sahib. Und Hazrat Bakrim Sahib sagte: Ich wollte wissen, was denn passiert war. Ich ging zu Maulvi Sahib und sagte: Was ist denn passiert? Und ich sagte: Maulvi Sahib, was hat der verheißene Messias al-Islam denn gesagt? Maulvi Sahib sagte: Als ich Hazur sagte, was machen Sie denn da? Was werden die Leute denn sagen? Und sagte der verheißene Messias al-Islam: Was werden Sie denn sagen? Werden Sie sagen, dass Mirza Sahib mit seiner Ehefrau spazierte? Maulvi Sahib war sehr beschämt und kam zurück. Und Hazrat Umm al-Mu'minin hatte Parda gehabt, und ein Ehemann und eine Ehefrau, wenn sie draußen spazieren, dann ist dies nicht etwas, was man beanstanden kann. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte mit seiner Ehefrau, mit seinen Ehefrauen zu spazieren. Einmal rannten sogar der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Aisha vor den Augen der Leute, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte einmal den heiligen Propheten Aisha hatte den heiligen Propheten besiegt, und nach einer gewissen Zeit rannten sie wieder, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewann das Rennen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Aisha, schau. Nun stehen wir gleich auf und sind quitt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erachtete dies also als nicht als falsch, mit seinen Ehefrauen zu spazieren. Und das, was der Islam erlaubt hat, das kann man nicht als Makel bezeichnen. Wenn also jemand jemandem etwas vorwirft, dann heißt das, dass in seinen Augen der Mensch nicht gemäß der islamischen Lehre handelt. Aber dann sagt der Muslim über denjenigen, der die Beschwerde geschrieben hatte: Er hat geschrieben, dass jener Mann minderwertig ist, und jener Mann hat eine schlechte Familie, und ihn haben sie in diesem Amt, mit diesem Amt betraut, und so weiter und so fort. Und er hat auch einige solche Vorwürfe gebracht, für die es notwendig ist, dass man Zeugen hervorbringt. Also die Scharia sagt, dass man selber 4 Zeugen bringen muss, die das gesehen haben, dann kann man diese Beschwerde einreichen. Es gibt Menschen, die auch Beschwerden über irgendwelche Beziehungen einreichen. Und wenn sie zwischen Junge und Mädchen etwas sehen, dann müssen sie auch 4 Zeugen bringen im Islam. Aber so Muslim radiallahu anhu sagt, dass ein Mensch, der selber gegen den heiligen Koran handelt, solche Beschwerden einbringt. Und solche Beschwerden, gegen die der heilige Koran gesagt hat, dass ihr diese nicht hervorbringen sollt, sondern auch gesagt hat, dass wenn jemand dies tut und falsche Vorwürfe gegen jemanden macht, soll mit 80 Peitschenhieben geschlagen werden. Die Scharia hat also eine sehr strenge Strafe dafür vorgesehen, wenn man jemanden falsche Beschuldigungen macht. Und er macht das und bricht dies und sagt, dass derjenige gegen den Heiligen Koran handelt, obwohl er selbst gegen den Heiligen Koran gehandelt hat. Also Muslim Maud sagt: Schaut, wie denn der Rang dieses Beschwerdeschreibers ist. Er hat seinen Namen nicht präsentiert, dann hat er die Beweise nicht präsentiert. Und ich kann mich nur an die Scharia halten, und auch der verheißene Messias al-Islam konnte sich nur an die Scharia halten und war gebunden an die Scharia. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war gebunden an die Scharia. Dieser Mensch hat also solche Beschwerden eingereicht, über die die Scharia Strafen vorsieht, und es ist wichtig, diese Zeugen hervorzubringen, die Scharia sagt. Aber er sagt, dass derjenige gegen den Koran handelt und man gegen ihn strafen muss, aber mir sollst du nicht sagen. Und also Muslim sagt: Ich kann mich an ein witziges Ereignis aus der Kindheit erinnern. Und Muslim sagt: Ich hatte damals und auch heute muss ich sehr lachen, wenn ich darüber denke. Also Muslim sagt: Ich war in der 5. oder 6. Klasse, als unser Lehrer immer die Art und Weise hatte, dass derjenige Schüler,
der die Antwort in der Frist gab, dass er belohnt wurde und einen hohen Rang genossen konnte. Und der Lehrer fragte etwas und ein Junge antwortete. Der zweite hob die Hand und sagte, Master Ji, das ist falsch. Master Sahib, der Lehrer sagte zum ersten Jungen, komm du runter und komm du hoch, sagte er zum zweiten. Und als der Junge, der erst die Antwort gegeben hatte und oben war, nach unten kam, sagte er, O Lehrer, er hat meinen Makel hervorgebracht und hat statt Ralat, also falsch zu sagen, hat er Ralt gesagt. Also er hat das Wort falsch ausgesprochen. Und er hat auch einen Fehler gemacht, indem er das Wort falsch ausgesprochen hat. Und daraufhin sagte der Lehrer, okay, komm du hoch, und der andere ging runter. Also Muslim sagt, genauso gibt es Menschen, die zwar Beschwerden einreichen, die richtig sein können, aber die Art und Weise, wie sie das tun, ist falsch, und sie sind dann selber jemand, der eine Strafe verdient. Und obwohl, was sollen die Menschen tun, die denn die Strafe erteilen müssen? Auch sie müssen sich an die Scharia halten. Wenn ihr die Regierung des Heiligen Koran implementieren wollt, dann müsst ihr auch die Regierung Gottes für euch akzeptieren und die Herrschaft Gottes für euch akzeptieren. Wenn ihr wollt, dass andere gemäß der Herrschaft des Koran gerichtet werden, aber ihr nicht, dann kann das nicht sein. Das ist falsch. Deswegen sage ich denjenigen, die Beschwerden einreichen, schaut auch auf euch selbst. Ihr sollt erst euren eigenen Rang verstehen und dann dies tun. Diejenigen, die ihren Namen verstecken und anderen etwas vorwerfen, sagen, dass diese Menschen überhaupt keinen Rang hätten und er ist gehört jener Familie an und gehört jener Familie an und hat überhaupt keinen Status, und das alles bringt überhaupt nichts, und diese Beschwerden sind völlig falsch, und diejenigen, die diese Beschwerde einreichen, sind es, die einen ganz minderen Rang haben, wenn sie das so tun. Wir werden uns immer an die Gebote Gottes halten, und Allah ist es, der unser Herr ist und der Herr aller Menschen ist. Er versorgt sie, er beherrscht sie, und wenn wir alles von Gott bekommen, dann werden wir ihm auch gehorchen müssen und nicht denjenigen, die die Beschwerden einreichen und Vorwürfe machen. Diese Menschen wollen, dass andere gemäß der Scharia, gemäß dem göttlichen Gesetz bestraft werden. Aber selbst denken sie, dass sie befreit wären von den Grenzen des göttlichen Gesetzes. Solche Menschen, wenn das offenbar wird, was sie getan haben, dann werden sie auch gemäß dem göttlichen Gesetz bestraft werden müssen. Es gibt Dinge, da braucht man Zeugen. Und wenn diese Zeugen nicht da sind, dann hat diese Beschwerde keinen Einfluss und Bedeutung, und sie werden auch gemäß der Lehre des Heiligen Koran dann bestraft werden. Es wird manchmal gesagt, er hat ein falsches Zeugnis geleistet und sich beschützt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einmal kam ein Ereignis zu ihm und zwei, diese Stritten kamen zu ihm. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gemäß dem göttlichen Gesetz wird einer schwören müssen, und der andere sagte, er wird falsch schwören, weil er ein Lügner ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde mich an das göttliche Gesetz halten. Wenn er falsches Zeugnis ableistet, dann wird das bei Gott sein und Gott wird ihn selber bestrafen. Sie sollten immer wissen, dass die Entscheidung nach einer Beschwerde nicht immer auf Grundlage der Beschwerde passiert, sondern auf Grundlage des göttlichen Gesetzes.
Wenn es zwei Zeugen gibt, die man braucht, dann müssen diese zwei Zeugen hervorgebracht werden. Wenn es vier Zeugen nötig sind, dann braucht man noch vier Zeugen dafür. Und demgemäß wird dann auch recherchiert und gehandelt und entschieden. Unser Fortschritt liegt darin, dass wir die göttlichen Gebote einhalten und unsere Dinge, unsere Entscheidungen gemäß göttlichem Gebot treffen und unsere persönlichen Vorzüge und persönlichen Wünsche nicht als Maßstab verwenden und den Kalifen der Zeit oder dem Nizami Jamaat diese aufzwingen wollen. Das ist falsch. Allah, möge er auch denjenigen, die Vorwürfe machen, Vernunft geben, dass sie, wenn sie das für richtig erachten, dass sie dann mit allen Beweisen offensichtlich und nicht anonym offen darüber berichten und dann werden sie auch daran beteiligt, an der Recherche. Genauso, wenn die Menschen sehen, dass wirklich irgendwo ein Makel da ist, dann sollten sie mutig sein und nach vorne kommen und dann sich beschweren und dann sollte man auch bereit sein, alles zu ertragen. Möge Allah auch dem Nizami Jamaat die Möglichkeit geben, diejenigen, die vom Kalifen der Zeit bestimmt worden sind für Entscheidungen, dass sie die Gerechtigkeit wahren und jeden Aspekt der Gerechtigkeit wahren und gemäß dem göttlichen Gebot und gemäß der Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Entscheidungen treffen. Nach den Gebeten werde ich Janaza Raib verrichten. Das erste Janaza ist von einem Shahid, Herr Sheikh Sajid Mahmud Sahib, Sohn von Sheikh Majid Ahmed Sahib. Er ist im Alter von 55 Jahren in Halka Gulzar Hijri, Karachi. Er wurde von Feinden am 27. November 2016 abends zur Maghrib-Zeit vor seinem Haus. Er saß in seinem Auto und wurde auf ihn gefeuert und er ist verstorben in Allahi wa Allahi Rajiun und wurde zum Shahid. Sheikh Sajid Mahmud Sahib war in Gulshan-e-Memar, in Karachi, für Ersatzteile, er lieferte Ersatzteile für eine Firma und am 27. November abends zum Maghrib-Gebet holte er für zu Hause, machte er Einkauf und Motorradfahrer kamen zu ihm und vor seinem Haus und feuerten jeweils zweimal, feuerten sie vier Schüsse auf ihn und verletzten ihn an der Brust und der Schuss traf ihn in die Brust und in die Beine und man nahm ihn zum Krankenhaus und dann weiter zum Aga Khan Hospital, aber er konnte nicht gerettet werden. Und bevor er behandelt wurde, verstarb er und wurde zum Shahid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In seiner Familie kam die Ahmadiyya durch seinen Urgroßvater, Sheikh Fazal Karim Sahib, der im Jahre 1920 an der Hand des zweiten Kalifen das Bad leistete. Der Vater des Shahid Marhum, Sheikh Majid Ahmed Sahib, wanderte von Kanpur nach Lahore aus, als Pakistan gegründet wurde, und 1961 nach Karachi. Sein Großvater Khaja Muhammad Sharif Sahib Marhum war in Delhi Darwaza Lahore Sadr und sein Urgroßvater mütterlicherseits Aladdin Sahib war ein Gefährte des verheißten Messias al-Islam und Muhammad Seth Bani Sahib Marhum von Kolkata ist der Großvater mütterlicherseits seiner Frau. Er hat BA gemacht, der Verstorbene, und 5 Jahre in sehr großen Schwierigkeiten verbracht und danach in Flour Mills hat er gearbeitet und für Ersatzteile
hat er hat mit Ersatzteilen gehandelt und Allah segnete sein Geschäft und wuchs weiter, das Geschäft. Sein Sohn ist Haris Mahmood, ist Naib Guide und Secretary Vasaya von Gulshan Iqbal Karachi. Auch der Sohn hat mit dem Vater gearbeitet im Geschäft. Shahid Marhum hatte viele Fähigkeiten und auch die Tochter vom Shahid, Sana Mubashra, studiert in Karachi. Und hatte ein Stipendium für die USA bekommen und war dort und hat dort einen Kurs gemacht. Der Verstorbene liebte das Khilafat sehr und hatte eine enge Bindung mit dem Khilafat und auch seine Kinder ermahnte immer wieder, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. In den Jandas war er sehr eifrig und auch seinem Sohn wies er dies an. Hatte seine Chanda immer, war er besorgt für seine Chanda und hatte eine Spardose für die Chanda in seinem Geschäft, wo er immer wieder das Geld einwarf. Und er war sehr aufrichtig und ehrlich im Geschäft, verzieh immer alle und liebte seine Geschwister und behandelte sie sehr gütig und war nie unzufrieden mit irgendjemandem. Er war ein Mensch mit reinen Gedanken und kümmerte sich um seine Verwandten. Auch seine zwei Geschäfte hat er nach seinem verstorbenen Vater und verstorbenen Schwiegervater benannt und behandelte die Familie seiner Frau auch sehr gut und behandelte alle seine Freunde sehr gut. Er hatte überhaupt keinen Argwohn gegen irgendjemanden im Herzen. Verschiedene Leute haben geschrieben, und alle, das, was ich eben gesagt habe, das haben alle bezeugt, diese Eigenschaften des Shahid. Die Mutter des Shahid Marhum ist sehr krank. Aufgrund ihrer Krankheit war es schwierig, sie über das Shahada zu sagen, aber als sie mitbekam und den Leichnam sah, sagte sie, mein Sohn ist Shahid, niemand wird weinen. Und sie sagte dies immer wieder. Die Frau des Shahids war auch sehr geduldig und zeigte viel Geduld. Und der Sohn sagt, dass mein Vater sehr geduldig war und großen Glauben, Vertrauen auf Gott, in Gott hatte. Er sagte, ich habe so viel Ehre von Gott bekommen und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und er war sehr aufrichtig und regelmäßig in seinen Gebeten und Gottesdiensten. Und auch die Verwandten sagen, dass er sehr einfach und sehr gütig war. Es waren 11 Geschwister und der Shahid achtete auf alle. Als in Sila Sakkar einige Ahmadis ermordet wurden, ging er dort regelmäßig hin, um dort Duties zu machen. Seine Tochter sagt, dass ich im Traum nach seinem Tod gesehen habe, dass es einen großen Garten gibt, wo viele Menschen versammelt sind und viele haben da weiße Kleider an. Und mein Vater ist dort und hat einen hohen Rang und alle schauen auf ihn und sind erfreut und er geht in eine Richtung und alle Menschen gehen hinter ihm her. Und alle sind sehr erfreut, dass er hier ist. Shahid Marhums Mutter ist sehr krank und alt und kann auch nicht laufen. Nach der Shahadat sah sie im Traum, dass ihr Sohn zu ihr sagt, ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden. Sie sollen nicht besorgt sein. Er hat eine Mutter, eine Frau, Mansura Yasmin Sahiba, Sohn Sheikh Haris Mahmood und Tochter Sana Mubashra Sahiba hinterlassen und ebenso 4 Brüder und 6 Schwestern. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen
kommen, die Möglichkeit geben, seinem Weg zu folgen. Das zweite Janaza ist von Sheikh Abdul Qadir Sahib, Sohn von Sheikh Abdul Munir Sahib, Derwesh Qadian. Er ist am 26. November 2016 aufgrund von Herzstillstand im Alter von 92 Jahren verstorben. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch Abdullah Sonori Sahib, Gefährte des Verheißenen Messias al-Islam. Im November 1947 ging die letzte Gafla von Qadian nach Pakistan und er nahm seine kranke Mutter mit im LKW und seine Mutter sagte, nein, bleib stehen, und sie ließ ihn raus und er sollte in Qadian bleiben und dort dienen und beschützen. Er hatte eine großartige Bindung zum Khilafat und Vertrauen auf Gott und er war immer zufrieden mit dem Wohlgefallen Gottes und hatte seine Frau, seine Kinder und seine Verwandten immer gut behandelt. Bis zuletzt erledigte er seine Arbeiten mit der eigenen Hand und er hatte in den Büros von Qadian in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Sein Sohn sagte, dass er aufgrund der Jalsa Salana sein Haus renovierte. Und er sagte, ich glaube, ich werde bald sterben. Ich habe 500 Rupien ausgeliehen von jener Person, gib ihm diese zurück. Und er hatte alle seine, innerhalb von kürzester Zeit, verstarb er dann in der Lahirajion. Er hat drei Töchter und einen Sohn, Nasir Wahid Sahib, hinterlassen. Er arbeitet in Qadian, dient in Qadian. Das dritte Janaza ist von Amir Ahmed Lohn Sahib aus Nasrabad, Kashmir. Er ist am 25. November, er war bei der Polizei und wurde erschossen von unbekannten Menschen. Und ist auch ein Shahid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shahid Marhum machte immer das Namaz und war immer sehr um die islamischen Gebote bemüht und war ein Mensch, der auf Gott vertraute und immer in den finanziellen Opfern sehr weit vorangeschritten und half seinen Geschwistern und auch war für die Bildung sehr bemüht. Und die Nachbarn sagen, dass er ein sehr guter Nachbar war. Und diejenigen, die mit ihm arbeiteten, sagten, dass er seinen Pflichten immer sehr verantwortungsbewusst nachging und niemals diese vernachlässigte. Er hat neben Mutter zwei Schwestern, sechs Brüder und einige Kinder hinterlassen, und ein Kind ist im Tehrik Waqf-e-Nau, möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, mit der Jamaat und dem Khilafat verbunden zu bleiben und immer rechtschaffen zu sein, und möge er sie beschützen. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر